Hallo, hier noch eine kurze Ergänzung zu der Grundeinrichtung für die Diözesanverbandsseiten. Dafür gehen wir jetzt hier auf die Seitenansicht, hier auf das oberste Element, auf Seiteneigenschaften bearbeiten und kommen hier, wenn wir nach rechts scrollen, noch zu einem Feld, das wir bisher nicht beachtet haben, Social Media. Hier können wir verschiedene Angaben machen, die ganz hilfreich sind, um Empfehlungen auf Facebook und auf Twitter oder auch Google Plus einrichten zu können. Springen wir zunächst gerade nochmal zu der Seite, auf der man das Ganze noch gebrauchen kann. Gehen wir hier auf die News-Seite, weil wir dort die entsprechenden Felder haben. Hier unten haben wir einen Button zum Twittern für Google Plus und für eine Empfehlung auf Facebook. Gehen wir zunächst zu Twitter. Wenn wir da nicht einfach nur den Namen der Seite, also jetzt etwa hier in dem Fall wäre das DV-Test, Doppelpunkt News und dann der Link zu der Seite als vorgeschlagenen Twitter-Text haben wollen, sondern irgendwas Eigenes, wie etwa das hier, dann können wir das hier eintragen. Bei Google Plus und bei Facebook haben wir eben auch einen Titel und können auch eine kurze Beschreibung dazu eingeben. Wo die dann ausgespielt werden, zeige ich gleich. Das Bild würde ich empfehlen, nicht zu setzen, da standardmäßig als Bild das Logo der 72-Stunden-Aktion verwendet wird und das, glaube ich, wäre auch sehr sinnvoll. Ansonsten könntet ihr hier noch ein eigenes Bild raussuchen, das dann bei Empfehlungen auf Facebook oder auf Google Plus verwendet wird. Und noch ziemlich wichtig ist die Social Media URL. Wenn nämlich eine Unterseite von eurer Seite empfohlen wird, könnt ihr da einstellen, dass nicht irgendeine Unterseite empfohlen wird, sondern immer das oberste Seitenelement bei euch. Also hier bei uns wäre das quasi die erste Seite des Test-DV. Das stellen wir jetzt hier ein und klicken einfach hier diese oberste Seite an. Der Effekt ist dann eben, dass eben nicht bei euch 10 verschiedene Seiten einmal empfohlen werden, sondern dass eigentlich alle Empfehlungen, die auf eure 72-Stunden-Seite führt, eben gebündelt werden. So, wir speichern das Ganze. Laden hier diese Seite einmal neu und dann können wir gleich sehen, wo sich diese Sachen auswirken. Klicken wir als erstes hier auf Twitter. Dann steht hier, ich bin der Twitter-Text und dann der Link dazu. Und hätten jetzt noch 96 Zeichen übrig. Das ist also ein pauschaler Empfehlungstext, der auf allen Unterseiten dann eben auch verwendet wird. Das heißt eben auch, braucht es wirklich nur hier auf der obersten Ebene zu verwenden, an alle unteren Seiten wird das danach weitervererbt. So, schauen wir uns das kurz bei Google Plus an. Dann haben wir hier, ich bin der Social Media Titel und hier steht die Beschreibung. Und hier haben wir eben das Standard Bildelement, das Logo. Das könntet ihr eben, wie auch eben beschrieben, auch austauschen, aber ich würde empfehlen, das zu lassen. Und bei Facebook haben wir hier das Gleiche. Gerade wieder weg. Ja, das war auch schon dieser kleine Nachtrag dazu, wie ihr eben hier die Social Media Empfehlungsbuttons noch für euch anpassen könnt.